Augen auf, hören zu. Hier sind wieder Brainless Play, ich bin hier mit Ferner Verlay. Und ich mit Saffron. Und hier die neueste Vision. Ja, wir konnten natürlich das letzte Mal nicht nochmal speichern. Nein, wir wollten euch ja unbedingt die Vision zeigen hier. Ja, was werden wir wohl da wieder machen? Oh, ich darf dieses Rätsel machen, ich hasse es. Das Rätsel war cool. Ja, vom Konzept her schon. Gut, ja. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Er erzählt ja eine Geschichte. Ja, es ist deswegen. Ich glaube, das ist auch die Begründung, warum das Ganze so ein lineares Gameplay hat, weil da hinten die Geschichte, der Schrank. Die Geschichte ist halt so verlaufen. Lässt du mich jetzt erstmal mich umgucken? Und du regst dich darüber auf, dass ich Randale mache. Da ist auch ein Schrank. Das ist der falsche Schrank. Gut. Es gibt keine falschen Schränke. Ja, er hat sich stark anstrengen müssen, unser Prinz. Das ist auch der falsche Schrank. Es gibt keine falschen Schränke, es gibt nur dumme Leere. Das war sinnlos. Das könnte der richtige Schrank sein. Wie man an dieser Bodenfurche erkennen kann. Die hatten doch alle so eine Bodenfurche. Nein. Natürlich hatten die alle so eine Bodenfurche. Nein. Was ist denn das für eine Bodenfurche? Das ist keine Bodenfurche, das ist ein Teppich. Dieser Teppich hat eine Erhöhung. Nein, der ist vertieft. Psst. Das ist egal. Lauf weiter. Alter. Hör auf, mich mit Logik zu widerlegen. So, erstmal. Und in den Tod. Ich hab noch Sand der Zeit. Und schon wieder. Sekunde, das war hier. Ja. Das ist so toll, dass das immer aufgeladen wird. Ach warte mal, diese Halbmonde kriegt man permanent und man füllt immer bloß auf. Nicht wahr? Penis? Na ja. Ja, ich glaube, das meinst du jetzt richtig. Oh nein, wie kommen wir nur weiter? Ups. So nicht. Ah, okay, ich bin hier gegen diese Wand geprallt. Ja, du solltest vorher abspringen. Wirklich? Ja. Das Schönste ist in dem Spiel immer, wenn man seine Sandaufladungen verschwendet, weil man zu früh loslässt. Oh Mann, das ist halt wirklich, was muss ich tun? Ach ja, die Vision hat mir gezeigt. Nein, das ist im Endeffekt, hier gibt es Kisten, die du auf Schalter ziehen kannst. Ich weiß schon, das ist eigentlich das Tutorial für die neuen Sachen, die du machen musst, aber... Mhm. Es ist halt immer dasselbe. In jedem Spiel und, ja... Ja, aber es könnte das erste Mal sein, dass du überhaupt was zockst. Oh mein Gott. Damals ist es tatsächlich noch so gewesen, dass das tatsächlich das erste Mal gewesen sein könnte, dass jemand gezockt hat. Oh. Ja, schnell sein. Und springen. Wie ging die Zeit verlangsamen nochmal? Das geht nicht. Einfach warten, bis es ganz ausfährt. Ist es, und dann rennen und springen. Oh shit. Nicht in den Abgrund! Wahnsinn. Was? Muss ich jetzt anfangen, die Jump'n'Run-Parts zu machen? Nee. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass Jump'n'Run-Parts generell eher ich mache und nicht du? Ich weiß nicht, eigentlich nicht. Welches Spiel hatten wir denn, wo du die Jump'n'Run-Parts voll versaut hast? Ich weiß es nicht mehr. Was haben wir vor Steve gespielt? Wir haben Deadpool gespielt, aber da haben wir auch nicht... Da hast du auch nicht die Jump'n'Run-Parts gemacht. Nee. Oh nein! Nein! Was passiert hier? Mach, dass es aufhört! Na gut. Ja. Hä? Kam da kein nichts zwischen. Wollte der Typ nicht mit uns reden? Ja, der Typ redet gleich mit uns. Ich glaube, der hätte vorher mit uns reden sollen. Macht sich das Rätsel gerade von alleine? Es macht sich falsch rum. Ach nee, es resettet sich gerade. Mhm. Ja. Eigentlich hätte der Kerl mit uns reden sollen. Also ich denke nicht, dass ich das jetzt abgebrochen hätte. Okay. Aber normalerweise... Das ist die Höhe und das ist... Wahnsinn! Passiert. Du solltest mit Controllern spielen, damit sowas nicht mehr passiert. Weil wir
Du hast dieses Video vor 5 Minuten knapp mit 5 Ladungen im Dolch angefangen. Und jetzt hast du noch 4 Ladungen im Dolch. Ich krieg die doch schnell wieder. So. Jetzt muss ich hier... Jetzt musst du... Ich glaube, du musst tatsächlich die Mondphasen der Reihe nach durchgehen. Das heißt, als nächstes den Halbmond. Nee, hier steht's dann auch schon. Ich muss den Leermond irgendwie noch nach da kriegen. Also die Reihenfolge, wo was rein sortiert werden muss. Ich glaube, ich... Kann ich das machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Rätsel funktioniert. Weil die Mondphasen an und für sich machen wenig Sinn. So, kannst du... Warte mal. Ah, doch, ich kann den hier machen. Gut. Und nach unten. Genau. So, jetzt kann ich den hier. Genau. Mit hierhin. Ja. Weiß nicht, so schwer fand ich das Rätsel damals gar nicht. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran, aber es war nicht schwer. Nee, es war bloß nervig, weil du ein bisschen den Überblick nicht hattest. Ja, der Überblick fehlt ein bisschen, aber dafür gab es ja die Karte eigentlich. Und im Endeffekt gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Ja, jetzt müssen wir das bloß hochdrehen. Zweimal. Ja. Den holen. Genau. Einmal drehen, runter. Und wieder hoch. Ja, genau. Also. Genau. Jetzt habe ich fast alle 4 Mondblöckchen. Ja, jetzt einmal rechts rum rotieren. Oh, das nicht nach oben. Ja. Gut, naja. Irgendwelche anderen Sachen. Und. Und einmal in den Tod fallen. X ist springen. Ja, ich war jetzt am überlegen. Was? Einmal nach unten. Den hier holen? Ja. Ich dachte, da wäre die nervige Wache gewesen. Ja, eigentlich ist die Wache da, die einem sagt, wir sollen das machen. Und die nervt einen eigentlich auch die ganze Zeit von wegen, nein, du musst dieses und jenes tun. Irgendwas funktioniert gerade. Ah, egal. Jetzt müssen wir es noch einmal richtig rotieren, damit einmal nach links. Ja, falsche Seite. Ja gut, jetzt ist es egal. Ja, jetzt muss es zweimal rotiert werden. Ach, der obere Kreis ist komplett frei machbar. Und nach oben. Aha. Nach oben habe ich gesagt. Ja, und? Du hast nicht nach oben gemacht. Gut, jetzt haben wir die Fallen resettet, damit die bösen Sandmonster zerschreddert werden können. Nee, noch nicht jetzt. Das war noch nicht hier. Glaub, oder doch? Das ist eigentlich hier. Hätte der Kerl da oben den Hebel gezogen. Nee, wir müssen mit ihm zusammen gleichzeitig jetzt am Hebel ziehen. Du gehst jetzt über die Brücke, die da ausgefahren ist. Okay. Gehst da auf die andere Seite hoch. Kommt man da hoch? Ja. Ja. Weil er kommt nicht mehr runter, weil er die Leiter nicht mehr hat. Genau. Jetzt ziehst du da am Hebel mit ihm zusammen. Und damit haben wir die Fallen aktiviert im Schloss. Warum auch immer jetzt das mit der Sequenz nicht funktioniert hat, mit dem Reden. Der nervt einen auch die ganze Zeit eigentlich. Ich weiß nicht, was da fehlt. Vielleicht haben wir es bloß nicht gehört oder so. Ja. Auf jeden Fall war das vollkommen sinnlos. Denn die Viecher stehen ja sowieso immer wieder auf. Mhm. Und wir müssen uns jetzt durch Fallen durchkämpfen. Der war hier? Nee, der war hier. Nee. Der war hier. Kreis. Ja. Und er hat sich nämlich jetzt auch in Sandmonster verwandelt. Yes. Oh. Nein. Runterfallen lassen ist nicht gut in dem Spiel. Und die Aktion ist einfach die coolste. Aber es gibt später noch besser ausgebildete von denen. Ja, die blauen. Die blauen, genau, die das blocken. Ja, und dann gibt es noch die anderen blauen, die sogar ganz dagegen sind, dass man über sie drüber springt. Stimmt, da kann man nicht mal drüber hüpfen. Aha. Da muss man die Wandsprünge ausführen oder halt aber kontern. Die konnte ich jetzt gerade auch gar nicht machen. Und die nächste Vision. Oh nein, ich will es nicht sehen. Ich schon. Ja, genau. Jetzt kommen kann die. Kann ich das erst jetzt lernen? Oh, die ist so cool, die Launch-Attacke. Ja, ich wusste doch, dass das geht. Gut, speichern. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. So. Gut, beim nächsten Mal gehen wir aufs Klo. Yes.
Was laberst du für einen Dreck? Ich laber immer Dreck. Ist mir auch schon aufgefallen, aber... Lauf doch mal über diese... Stacheln? Extrem langsam. Ja, du musst halt per Trigger... Du kannst tatsächlich schleichen, wenn du den Trigger nur ganz leicht bewegst. Wir brauchen die... ich hab die doch. ...langsam gehen Taste gar nicht drücken. Also du musst es theoretisch nicht, weil du mit dem Trigger ja die Sensibilität... Ja, stimmt, aber das ist nicht so leicht machen. Ja, es ist nicht so leicht. So. Gut. Ah ja, das ist ein getimter. Du solltest erst erkunden und schauen. Nee, ich weiß, wie das funktioniert. Ja, aber ich dachte, es gibt hier auch noch einen Brunnen in der Nähe, oder nicht? Nein. Ah, jetzt hat ja... Das ist der hier. Ja, wenn wir den ziehen, werden da oben die Fallen aktiviert und eine Tür geöffnet. Ich hoffe, dass ich da jetzt gleich beim ersten Mal durchkomme. Niemand kommt da gleich beim ersten Mal durch. Und das Problem ist, der hat jetzt das Ding wieder losgelassen. Ja. Und los geht's. Go, go, go. Lauf den Roller macht dich nicht schneller in diesem Spiel. Roll den Marathon. Und rüber, rüber, rüber. Genau, jetzt bereuen wir es, die Fallen aktiviert zu haben. Ich glaube aber, ich muss hier nochmal hoch, bevor ich rüberspringen kann. Hüpfen, möglich. Ah ja, und jetzt der schöne Part. Wo man immer die Seiten wechseln muss, wenn die kommen. Spring. Ah nee, du kannst da von der Ding tatsächlich direkt. Nee, konnte ich nicht. Echt? Nein, wohin denn? Ich kann nicht hier springen. Nein, aber du kannst ohne auf dem... Balustrade stehen zu müssen springen. Okay, das war ja. Jeder schafft das nicht beim ersten Mal. Niemand schafft das beim ersten Mal. Ich schaff das beim ersten Mal. Das war ja gar nicht so knapp, wie ich gedacht hatte. Ja, wenn du keinen Fehler machst, ist es machbar. Ja, ich hatte. Ja gut, wenn du weißt, dass Fallen da sind und dass das getimed ist. Okay, hier die Uniformierten. Hey, ja, das sind irgendwelche die lustigen Formen. Händler. Benutzt die Mauern für Abprallattacken. Wie genau funktioniert das eigentlich? Mit Special hochlaufen oder Attacke drücken oder so? Weil ich das noch nie genau... Warte mal. Okay. Dolch hat neue Kräfte. Ah, warte mal. Oh, fuck. Das war's falsch. So, lass mich das mal probieren. Ja, wir probieren. Ich glaube... Ich muss... Ja, gegen die Wand und dann... Oh. Gegen die Wand springen oder mit einem Spezial, also mit hochlaufen? Du gehst gegen die Wand und so. Vielleicht hüpfen? Oder vielleicht Attacke? Ich weiß es nicht. Welche Taste? Einfach gegen die Wand und dann noch eine Attacke. Aber laufen? Du musst jemanden haben, auf den du dich abprallen kannst, glaube ich. Gegen die Wand laufen oder gegen die Wand? Gegen die Wand laufen, dann auf Sprung drücken. Ah ja, wenn man auf Sprung drückt, dann macht er den Übersprung über die Wand. Ah ja, und wenn sie versteinert sind, kannst du sie nicht aufsammeln mehr. Ja. Und gibt es das auch nochmal für einen Dolch? Ich denke schon. Also du kannst Dolch, du kannst springen, du kannst normalen Angriff machen. Das werde ich dann beim nächsten Mal auch ein bisschen ausprobieren. Na, jetzt mach's endlich fertig. Okay. Das ist echt praktisch, also dass jeder von denen halt einen Sandbehälter auffüllt, ist schon krass. Ja, es sei denn, du benutzt einen von deinen Halbmonden. Ja. Und dann muss erst der Halbmond aufgefüllt werden? Nee, dann sind sie halt versteinert, Fatsch, und dann zersäbelst du sie. Ja, und dann kannst du... Aber man kann... Also, es gibt einen Halbmond... Dann versteinerst du, kannst zwei auf einmal anwenden, dann... Nee, nicht auf die Art. Du kannst sie irgendwie auf einmal freilassen. Ja, genau. Wenn du bloß antippst, den Rückspul-Button und dann kannst du alles... Oh, shit. Hast du gerade zurückgespult? Ja, aber nur für den Mü. Für den Mü. Genau. Für eine kleine Atosekunde. Genau, und die Halbmonde füllen sich erst auf, wenn alle anderen... Genau, voll sind. Ja. Und jetzt müsste der Halbmond voll sein? Halb. Okay, zweimal, wenn alle... Ja, ich weiß es nicht mehr genau und ich habe vorhin bei mir selber nicht aufgepasst. Und... Ach, den wollte ich gar nicht. Den wollen wir gerne. Na egal. So. Gut.
Ja, das passiert einem dauernd, ich erinnere mich. Wo ist mein Staubwölkchen? Hier ist keins. So. Da ist das große Staubwölkchen. Dann gibt's jetzt erstmal ein Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir, ich wollte schon Shade Empire, Prince of Persia spielen. Das Prince of Empire. Prince of Shade Empire. Of Prince. Persia. Bis dahin. Tschüss. Gucken wir uns das mal an. Es ist so cool. Ja. Okay, das war dieses Zimmer. Okay, mit der armen Mutti, deren Kinder. Ich bin gefangen. Habe ich jetzt Mana verschwendet? Nein. Nee, gut. Ich glaube nicht. Ah, wie cool, ich kann hier oben lang. Schau mal, ob du da noch links weiter hochkommst. Links, links, links. Einfach drüber klettern. Das müsste auch ohne Teleport gehen. Ja. Einfach Leertaste. What, wie cool.